Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel AFK Arena. Ich werde das mal starten. Ich musste es natürlich mal wieder neu installieren. Ich glaube, das ist schon das zweite Mal, dass ich es neu installieren musste. Aber das zweite Mal hat er meinen ersten Account nicht gefunden. Ich denke mal, jetzt wird er auch wieder meinen Account nicht finden. Sprich, muss wieder von neu anfangen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und dann werde ich probieren, die erste die Tagesquest zu machen, also eine XL-Version. Dauert natürlich dann wieder ein bisschen länger. In the beginning, life and death coexisted peacefully. Dura, the goddess of life. Überspringen. Da, neuer Spieler Level 1. Ah ja, klar. Ich verstehe einfach nicht, warum ich bei dem Spiel keinen Spielstand speichern kann. Das ist voll doof. Dann werden wir erstmal durchwaschen hier. Ah, schnell noch was getrunken. Bisschen durstig. So, dann hauen wir jetzt erstmal die ganzen Fähigkeiten hier raus. Zack. Der Feuerdrache. Oder Feuervogel, wie auch immer. Und der nächste Held. Hurra. Helden. Ich möchte gerne eine größere Maus feiern, damit ich besser sehe. Weil manchmal, wenn er hier irgendwo so in der Ecke sitzt, sehe ich den nicht. Oder vergesse, dass er da ist. Aber irgendwie geht das nicht beim Spiel. Geschichte Diamanten holen. Geschichte öffnen und Diamanten holen. Geschichte öffnen und Diamanten holen. Der hat keine Geschichte. Ja, das ist ja auch nur gewöhnlich. Das ist ja nur ein roter, ein grüner. Thank you.
Oh, zwei tot. Das war richtig knapp. Ich muss erstmal wieder nachgucken. Quests. Tägliche Quests. Ach, sind nur noch drei Stück da, bin ich schon fertig. Ah ne, die kommen alle noch später. Den Grund werde ich nicht aufleveln, weil ich warte, bis ich einen blauen habe. Weil ich werde später sowieso nicht mehr mit den Grünen kämpfen. Aber ich glaube, das werde ich verlieren. Jawohl, war ja klar. Komm, dann nehmen wir noch mal die hellen und leveln die auf 10 auf. Das hier nehmen. Nein. Ich will noch nicht. Okay. Nehmen wir den auf 2. Dann werde ich probieren, alle Helden halt nur auf Level 2 zu machen. Und jetzt kriegen wir gleich den nächsten Charakter, das ist halt der hier. So, jetzt haben wir den nächsten Charakter. Ne, doch noch nicht, schade. Gleich sind wir oben. So, die 10 Minuten sind schon vorbei, aber das stört mich ja nicht, weil ich mache ja die ganzen Teilsquests von heute. Aber
aber bei den Tagesquesten stand ja nur immer hochleveln. Schauen wir mal. Okay, das war nicht die Talschrift, das sind jetzt Feldzug. Jetzt haben wir zwei Beutel auf. Ah, okay. Das hier sind die Beutel. Abschnitt 12 fertig. So, jetzt werden wir die mal mit dem Zauber ins nächste Level bringen. Bestätigen. Da auch. Und dann kriegen sie nämlich auch eine neue Fähigkeit. Und ich kämpfe gegen Level 11er. Oh, ich glaube, da will ich mal lieber die auf Level 15 machen. Aber jetzt. Und weg ist er. So, jetzt sind wir in der Stadt angekommen. Und da. Ich glaube, beschwören wir auch eine Quest. Tägliche beschwöre einen Helden in der Taverne. Haben wir gerade gemacht, den einen. Genau. Verbessere deine Ausrüstung einmal. Wunschliste. Okay. Jo.
ausrüsten. Auf Level 15 gleich. Tasche. Kombiniere, dann kriege ich einen Charakter. Erhalte, also das Feldzug, ja, Feldzug ist ja egal. Feldzug und starten wir mal. Nehme natürlich den Heiler mit. Ach, ich wollte doch noch den auswechseln. Na, machen wir gleich. Super, das sind jetzt meine 5 neuen Charaktere, die ich, mit denen ich kämpfen werde. Schauen wir mal, Queste, tägliche, 2.12, 2.20, 2.8, 3.12, bis nach 3.12 müssen wir spielen. Also das heißt, wir sind jetzt bei 2.4, aber es geht ja wirklich schnell. Schutzschild. Okay. Schwör mal das geheime Labyrinth. Auf diesen wird immer gekämpft. Da wird gegen Braun gekämpft, Rot gekämpft. Hier kriegst du mal Helden. Aber nur fürs Labyrinth. Danach sind sie wieder weg. Der hat am meisten Schaden. Nehmen wir den. Der König. Den Ritter.
dann nehmen wir erstmal. Jetzt kann ich mir aussuchen, was ich gerne haben möchte. Ich mache immer für alle, nicht nur für Starke. Da gibt es noch andere für Heiler und sowas. Aber ich probiere immer für alle was zu holen. Brunnen der Vitalität ist, ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber da kannst du einen Charakter hochheilen. Ah ne, alle. Gefressen. Verwenden. Und wenn einer gestorben ist, kann man nur den Mystiker wieder beleben lassen, aber nur einen. Jetzt kommt der erste Boss. Das gleiche muss ich dann nochmal machen. Weg ist er. So, jetzt gehen wir zur zweiten Runde. Weil wir sind ja fast alle voll mit dem, daher. Er nimmt den nur in den Mund und spuckt den auch mal wieder aus. So. Oh, jetzt kommen starke Gegner. Und Heilung. Das war noch ziemlich voll. Was der hier bedeutet, weiß ich jetzt gar nicht. Wir sind 22. Kämpfer mal gegen die Starken. Die sind viel mehr gestärkt, wie meine. Ich
Sowieso. Hallo, das hier. Also mal hochheilen. Ich spucke mir aus. Nee, das war ja tot gewesen. Ich könnte jetzt noch einen holen, aber ich denke mal, schaffe ich. Das ist nur teils ja meine. Vier Stück von meinen auch noch. Dann kann ich den eigentlich nie benutzen hier. Das ist die ganze Zeit voll, aber... Das hab ich gedrückt. Verwendeln, jawohl. Jetzt kommt der harte Kampf. Ne, danach kommt er noch einer, ne? Oder? Weiß jetzt gar nicht. Ach, da ist noch ein Gang. Oh, scheiße. Ebene 3 zum Verletzen. So, nice, nice, nice. Aber ein bisschen schwächer mal. Brauchen zwar kein Belehm, war noch alle lehm. Dann möchte ich mir jetzt einen neuen Charakter mit dazu holen. Nehmen wir den. Der scheint noch stark zu sein. Und dann werden wir jetzt die rausholen und die reinpacken. Jo. Einmal hochheilen, verwenden. Bosskampf. Jo, das war der Bosskampf. Und? Gehst du in die Tasche tiefer? Nee. Ja, das war eine Wochenquest gewesen. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ausrüsten. Ach, das waren doch die Sachen von den einen Dingens hier. Naja, egal. Die Tagesquest setzt vor, dass wir bis 3.12 spielen müssen. Also, weiter.
Weiter, 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 weiter. So lange weiter, bis es nicht mehr geht. Bei 2 sind wir jetzt. Oh, ist das schon ein bisschen schwieriger. Sorry, muss ich gleich wieder aufleveln. So. Ich werde jetzt aufleveln in einer Stück von den ganzen. So weit kann ich schon durchspielen. Egal. Egal, egal, egal. Ich spiele jetzt 39 Minuten, also 40 Minuten spiele ich das Spiel. Das heißt, ich muss aufleveln. Schauen wir mal bei Quest, was da ist. Feldzug-Quest, egal, brauchen wir nicht. Held. Ausrüsten. Und da Held auch ausrüsten. Ich werde die jetzt so hochleveln. Bis Level 21, dann haben wir die nächste Fähigkeit. Oder verstärkte Fähigkeit. Ah, geht gar nicht mehr. Kein Pulver mehr. Das ist doof. Dann halt nur bis Level 20 erstmal. Ach komm. Kriegst du Rüstung. Zwar kämpfst du nicht, sitzt nur drum rum. Aber was soll's. So. Also jetzt sind wir Level 20, müssen wir doch jetzt schaffen. Ne, der wird sterben. Der erste ist down. Obwohl er Level 21 war. Scheiße. Scheiße. Bei mir der 23. Sieg, hurra. Ebene 2. So. Heiler in der Mitte, das ist eine bessere Position. Jetzt sind die 17 stark. Also ich denke mal, bis der Gegner 20 stark ist, bis dahin komme ich locker. Müsste ich eigentlich sagen, meine sind jetzt 20 stark. Thank you.
Puh. Das ist schon schwer. Das macht tot. Ugi. Okay. Ach, das hat mir überlebt. Jetzt kommt 19. Ich meine, den müssen wir auch noch locker schaffen. Alle überlebt, hätte ich nicht gedacht. Jetzt sind wir bei den Level 20er. Da bin ich mal gespannt. Aber sieht aus, als ob wir den auch noch schaffen. Okay, die Zauberin ist tot, Hobby ist tot. Der eine ist tot. Bah, das war ja übel. Zwei nur überlebt. Den bräuchte ich eigentlich nicht kämpfen, aber ich mach's trotzdem. Die Bogenschützen auch schon tot. Okay, ist ja gerade Krater Test gestorben. Jetzt ist Hogan gestorben. Und jetzt ist gleich Numisu tot. Jetzt kommt noch die Hexe. Und die ist auch down. Na, sowas. Wenn wir da rausgehen, Tagesquest war das auch gewesen. Die Schatztruhe ist auch frei. Bis 3.12 kommen wir gar nicht. Sage ich jetzt mal so. Ausrüsten, das ist gut. Hochleveln. Wen noch? Auf jeden Fall beide. Feldzug Quest. Und starten. Den Heiler habe ich auf Level 30 jetzt gemacht. Damit ein bisschen mehr Heil bei mir gedacht. Jetzt muss ich noch die beiden vorne ein bisschen stärker machen. So. Dann haben wir das auch schon. Weil da der erste gestorben ist, müsste ich einmal nur aufleveln. Dann wird das halt jetzt mal Step by Step. Wir sind jetzt bei 15. Ist noch 13, was muss er? Ich weiß nicht, ob er das schafft. 13. Die Runde auch geschafft. 52 Minuten am Spielen. Und weiter geht's. Oh oh oh. Erster Down. Zweiter Down, dritter Down.
zwei Stück da gewesen. Ansehen, bestätigen. Anwählen, bestätigen. Anwählen, bestätigen. Und das ist eigentlich nur für eine Geschichte. Ist eigentlich, ich würde mal sagen, nichts Wichtiges. Da kriegst du dann Diamanten. Nein, erste Round. Aber zweite und dritte auch da. Kann man es ja noch schaffen. Nur noch ein Gegner da. Und einer down. Super. Ich werde mal kurz die beiden anderen, dass der Heiler in der Mitte steht. Ich muss wieder zu den Helden gehen und wieder ein Level hoch. Einer geht noch mal ein Level hoch. Nehmen wir Hogan. Oh, noch zwei Stück. Oh, war es jetzt schon der Boss? Nein, ich glaube nicht. Nein, einer down. Zwei, drei. Shit. Habe ich es nicht geschafft. Ich habe noch drei Queste und die, über die ich noch machen muss. Verbessere deine Ausrüstung einmal. Wie ging das? Ausrüstung verbessern. Anlegen.
Also, wenn ich hier auf Quest gehe, verbessere deine Ausrüstung einmal, drücke da drauf, komme ich hier hin. Dann muss es doch hier irgendwo sein, oder nicht? Naja, ich weiß jetzt leider nicht, wo ich die Ausrüstung verbessern kann. Schauen wir uns die nächste Quest an. Schenke einem Freund einmal. Ich habe keinen Freund. Ich habe keine Freunde. Alle annehmen. Freund A suchen. Bereits voll. Achtunddreißig sind die. Na gut, ich komme nicht mehr weiter. Shop. Ah, hier können wir noch ein paar Sachen kaufen. Vielleicht, dass sie dann stärker wären durch die Sachen. Held entlassen, Held zurücksetzen. Na dann, brauchen wir nicht. Taverne. 300 Diamanten für einen neuen Held. Nein. Oder wenn du so einen Zusatz hast. Ne. Lass es noch zu. Erst ab 4. Das haben wir schon gemacht. Ab 2,20 kann ich Gilde machen oder Gilde beitreten. Freunde haben wir nicht. Mailtaschen. Was habe ich in der Tasche noch? Sehensteine. Fehlen mir noch ein paar, dann kann ich wieder einen Helm aufrufen. 25 Stück. 19 Staub nur. Geheimes Labyrinth habe ich schon fertig. In den Königsturm kommen wir nicht weiter. Bei 220. Letzter, der Boss, 25. Scheiße. Dann gehen wir mal in den Shop rein. Wir holen einfach mal diese Schuhe kaufen. Diese kaufen. Diese Mütze können wir nicht mehr kaufen. Diese Rüstung können wir auch nicht mehr kaufen. Und das kaufen. So, jetzt wollen wir einkaufen. Jetzt gehen wir auf Held. Ausrüstung.
Schön. Ausrüsten. Auch schön. Wenn ich Ausrüstung anlegen drücke. Wie kann ich jetzt die eine Ausrüstung noch verbessern? Heißt, wir für noch drei Kämpfe, dann ist das Land hier auch besiegt, so wie es aussieht. Da bin ich gerade, danach kommt der und dann der. Aber ich komme ja nicht mehr weiter. Tasche. Das doch und das habe ich schon mal ein bisschen Gold mehr. Eine Mütze kaufen. Verbessern. Wow, ja, verbessern. Dann ist auf jeden Fall Level 3. Scheiße, kostet 120.000 Gold. Also nur blaue Rüstungsgegenstände kann man verbessern. Da, jetzt haben wir die nächste Quest fertig. Freund habe ich nicht. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier so passiert. Erster Down, zweiter Down. Ja, geschafft. Boah. Das war aber auch ein Kampf gewesen. So, Gilde. Ich weiß, ich habe damals hier eine Gilde gemacht.
Batak, die German. Da. Beitreten. Das ist nicht mein alter Account. Dann gehen wir auf Helden. Schauen wir mal, ob wir wieder aufleveln können. Würde gehen, wenn ich Geld hätte. Geld. 400. Reicht das? Ah, für einmal. Gut. Vielleicht reicht das ja. So ist, bei dem ich in der Mitte sitze, kriegen wir die Leute hier bis zur Mitte schauen. Erst muss ich das hier oben ändern. Und dass die wieder in der Mitte ist, damit die wieder alle trifft. Ich spiele jetzt einen Schritt zur Mitte. Ich spiele eine ganz schnelle Zeit, ja. Ach Mensch. Endlich ist er down. Hat doch lange genug gedauert. Jetzt kriegt der Feuerpool nicht. Alle, die verschwichert sind. Also die müssen in der Mitte stehen. Ganz wichtig. Schon wieder diese Fledermaus. Ein Vampir. Da fliegt er schon wieder lang. Nein. Nicht ihrer. Mist, ihrer tot. Nein. Na, nicht tot. Eine Quest. Feldzugquest. Held. Okay. Und weiter geht's. Feldzug. Held. Nein.
Ach ja. Super. Nice, nice, nice. That's the dome. You dare stand against me? I shall free us all. To battle! Der Boss, der Boss. Go, go, go. Zwei, drei. Holy shit. Holy shit. Das geht nicht. Nimm einmal an einer Gildenjagd dran teil. Okay. Das ist die Gildenjagd? Für uns ist es nicht gut, das ist einmal durch. Das ist die zweite Truhe. Ich glaube, da steht dann auch hier. Einmal besiegt, zweite Mal besiegt. Dritte Mal. Jo. Dreimal besiegt. Oh, wir sind hier fertig. Oh. Wir kriegen einen neuen Mitstreiter. Oh.
Blue. Geschichte. You play a dangerous game. You play a dangerous game. Boss. So, das war jetzt meine Tagesqueste. Also, ich komme jetzt gerade nicht mehr weiter. Ich habe keine Freunde, deswegen kann ich hier die Dinge nicht kaputt machen, abschließen. Und die beiden kann ich nicht abschließen, weil ich zu wenig Gold, also eigentlich noch zu schwach bin. Dann müsste ich jetzt erstmal warten und Sachen holen. Und dafür fehlt mir das Geld. 22.000, 3.000 Diamanten. Ich könnte nochmal hier in den Shop nachschauen. Aber ja. Ihr seht, nichts für mich dabei. Weil was für mich ist, hätte Ausrufezeichen. Also den könnte ich noch kaufen, wenn ich das Geld hätte. Das sind 225.000 und ich habe nur 22.000. Das geht schon mal nicht. Gilden-Shop, ich habe keine Gilden, doch habe ich schon Gilden-Marken, aber ich habe schon zweimal den Gilden-Krieg gemacht, deswegen geht da nichts mehr. Kaserne, das ist, glaube ich, PvP-Punkte waren das. Da hätte ich noch mal was. Ja, hier könnte ich die einen zufälligen Charakter beschwören. Das hier sind dann die bestimmten Charaktere, die ich, wenn ich einen haben möchte. Aber das war's dann auch schon. Taverne. Da habe ich jetzt keine Schriftrolle mehr. Das habe ich nicht. Und da habe ich auch nichts. Da könnte ich nur jetzt für Diamanten 10 Stück beschwören, also 2700 Diamanten, 10 Helm beschwören, wenn ich möchte, aber bringt mir auch nichts weiter. Dann habe ich die Level 1 und mit Level 1 da kann ich auch nichts anfangen. Hier könnte ich noch die eine Person reinsetzen. Ja. Gilde. Da ist mein erster Account besuchen. Naja, egal. So, das war's dann für heute mit dem XL-Paket von AFK Arena. Ich hole mir jetzt mein Ticket ab.
und sag schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.